Volumen eines Quaders. Hier habe ich einmal ein Quader aufgemalt. Und zwar die Länge beschriften wir mit A. Die Länge hier. A ist, sage ich mal, ist gleich 5 cm. Ne? Dann kommt die Breite. Das ist also eigentlich die Tiefe sozusagen, Breite sagt man dazu. Das ist die Strecke hier, ne? Die hier. Das ist B. B ist, was nehmen wir da? 2 cm. B ist 2 cm. Und die Höhe, die beschriften wir mal mit C. Und zwar C ist 3 cm. Wenn wir das Volumen des Quaders berechnen wollen, also den Inhalt dieses Quaders, dann gibt es hier eine Formel für, die heißt V, also V steht für Volumen, ne? V ist A mal B mal C. A mal B ist ja die Grundfläche, ne? A mal B mal C, also schreibe ich hier hin, A mal B mal C. Länge mal Breite mal Höhe. Ne? Und jetzt setzen wir es ein, ist das gleiche wie A war 5 cm. 5 cm mal 2 cm. Mal die Höhe ist 3 cm. Ne? Mal 3 cm. 5 mal 2 mal 3. 5 mal 2 sind 10. 10 mal 3 sind 30, ne? 30 kommt da was. Also 30. Und weil es eine Volumeneinheit hat, schreiben wir hin 30 cm hoch 3, ne? Ist das gleiche wie 30 Kubikzentimeter. Immer wenn ihr einen Quader habt, A mal B mal C, Grundfläche mal Höhe. Genau, das war schon zum Thema Volumen eines Quaders.